Bei mir im Studio jetzt meine Kollegin Daniela Will. So, jetzt blicken wir mal auf die andere Seite der Grenze. Wir blicken auf die Truppenaktivitäten von russischer Seite an dieser russisch-ukrainischen Grenze. Ganz genau. Und es gibt ja eigentlich ganz gute Satellitenbilder, die zumindest darauf hindeuten, dass es ja Truppenaktivitäten gibt. Aber welcher Natur die sind, das lässt sich eben auch mit sehr guten Satellitenbildern nur sehr schwer einordnen. Ob das jetzt wirklich ein Abzug von Truppen ist, nur eine Verlegung von Truppen, vielleicht sogar noch näher an die Grenze, ist also nicht ganz klar. Wir schauen mal auf den Stützpunkt in Soloti. Das sind nur wenige Dutzend Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Und hier sind sie also, die Satellitenbilder, hier vom 13. Februar. Das heißt, wir machen hier mal ein Vorher-Nachher-Vergleich und da sieht man eben auch schon, da ist einiges abgegrast, will ich es fast mal nennen. Also diese ganzen Spuren hier, Fahrspuren, die deuten darauf hin, dass man entweder weggefahren ist, auf jeden Fall für Manöver sich auch bewegt hat. Und hier auch nochmal vor demselben Standort ein ähnliches Bild. Auch da sieht man, dass einiges passiert ist. Und diese Firma Maxar Technologies, die diese Bilder geliefert hat, die hat ebenfalls gesagt, dass die meisten Kampfeinheiten und Ausrüstungsgegenstände, auch gepanzerte Ausrüstung aus dieser Region abgezogen wurden. Also das wäre tatsächlich ein positives Zeichen hier, aber auch noch mal aus der Region Soloti. Und da sehen wir ein Schützenbataillon im Konvoi. Auch das deutet darauf hin, dass möglicherweise ein Abzug zumindest von dort stattgefunden hat. Vielleicht aber auch doch nur ein Manöver, vielleicht auch nur eine Verlegung an eine andere Stelle. Also das lässt sich ganz, ganz schwer sagen. Es verhält sich also ähnlich ja, wie mit den offiziellen Bildern, die auch vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlicht wurden. Es gibt Bilder, die auf eine Bewegung hindeuten. Ob das wirklich ein Abzug ist, lässt sich nicht überprüfen. Experten sagen ja aber immer wieder, solange noch Bewegung in der ganzen Sache ist, steht noch kein unmittelbarer Angriff bevor. Jetzt muss man ja dieser Tage sehr, sehr vorsichtig sein mit den verschiedenen Informationen, die uns erreichen. Klar ist eigentlich nur, dass ziemlich viel unklar ist. Die USA warnen ja vor einer Invasion. Deutet irgendwas darauf hin im Moment? Wir wollen noch mal auf andere Satellitenbilder aus einer anderen Station bzw. einem anderen Stützpunkt schauen. Das ist der Stützpunkt Valuiki. Und wir hören ja auch immer wieder von den Geheimdiensten aus den USA, dass wenn es einen ersten Schritt in Richtung Einmarsch, in Richtung Invasion geben könnte, dass man vermutet, das könnte aus der Luft stattfinden. Hier sehen wir also diesen Stützpunkt und wir zoomen mal auf diesen unteren Bereich ein bisschen näher dran. Dann erkennt man es, glaube ich. Hier sind also Helikopter stationiert. Es ist nicht ganz klar, ob das Kampfhelikopter sind oder möglicherweise unterstützende Hubschrauber, die auch für Evakuierungszwecke, unterstützende Zwecke also gebraucht werden könnten. Aber hier sind sie. Und was ja auffällt, die sind ja mitten im Feld positioniert, also auch mitten im Schnee, kein richtiger Landeplatz. Und das ist natürlich nicht besonders schonend für diese ja, hochkomplizierte oder eben auch teure Ausrüstung. Zudem müssen Hubschrauber, so heißt es, auch regelmäßig gewartet werden. Das heißt, diese Positionierung, die deutet darauf hin, dass die Hubschrauber sich entweder bald von dort wieder wegbewegen könnten, entweder wirklich für einen Angriff aus der Luft beispielsweise oder eben doch nur wieder für ein Manöver. Auch das ist völlig unklar. Daniela, danke schön für diese Eindrücke.